Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß. Und direkt ein kleines Geheimnis. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler sitzt hier. Ich habe zwei Trikots bei mir zu Hause hängen. Jens, du weißt es. Eins davon ist deins. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, freue mich, dass ich da sein kann und bin mal gespannt, was du dir so überlegt hast. Guck mal hier, sind reichlich Fragen. Reichlich ja, ich hab ein bisschen Angst. Also ich bin gut vorbereitet, hoffe ich. Also erstmal, ich habe dir natürlich damals auch schon direkt gratuliert, aber jetzt nochmal hier offiziell. Gratulation nochmal zu diesem grandiosen Erfolg in der vergangenen Saison mit der U17. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal zu Beginn loswerden. Nimmst du die Gratulation noch an? Ja, nein, natürlich. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass das eine historische Saison war in der letzten Saison mit der U17 und der Halbfinalteilnahme. Insofern ja, gerne. Trotzdem natürlich, es ist vorbei. Es geht immer weiter. Auch im Jugendfußball ist es irgendwie schon ein Tagesgeschäft. Und ich bin jetzt auch diese Saison in der U19, haben 5 Spiele absolviert. Insofern ist das zwar noch ein bisschen im Kopf, aber schon vorbei. Dann lass uns noch mal ein bisschen in deinem Kopf kramen. Was hat denn diese Mannschaft ausgezeichnet? Boah, ich glaube, das war insgesamt eine Entwicklung, sowohl der Mannschaft als auch in der Saison. Ich glaube, es war nicht so abzusehen. Dass also hast du nicht vor der Saison schon gedacht, ey, da ist wirklich was möglich? Nein, also nicht in der Form, weil es ja auch noch nie passiert ist. Als Fortuna Düsseldorf U17 kannst du nicht davon ausgehen, dass du vielleicht mal einen der ersten beiden Plätze im Westen belegst und dann im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft mitspielst. Insofern, ich gehe die Saison immer positiv an. Ich will jedes Spiel gewinnen. Es spielt überhaupt keine Rolle, gegen wen wir spielen. Ob das jetzt, ich sage es jetzt mal, in Hilden ist oder bei Borussia Dortmund. Also das Spiel startet bei 0-0, ne, wenn wir jetzt hier auch ein Phrasenschweinchen hätten. Aber es ist halt so. Ne? Also wenn ich auf den Platz gehe, das war früher als Spieler so oder jetzt auch als Trainer, dann will ich das Spiel gewinnen. Und wenn dann am Ende die andere Mannschaft besser ist, dann ist das in Ordnung. Dann kann ich das akzeptieren. Aber wenn ich vorher schon die weiße Fahne hisse, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, Angst und ist ein schlechter Berater, ne? Genau, also Angst ist immer schlecht. Und um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen zu deiner Frage. So sind wir in die Saison gegangen und es fing eigentlich an mit dem ersten Spiel. Also das weiß ich dann in der Tat noch wie heute. Das war zu Hause gegen Arminia Bielefeld im Paul-Janis-Stadion. Und da stand es zur Halbzeit 5-0. Und dann stehst du da in der Halbzeit und denkst dir, okay, also irgendwas ist diese Saison anders. Und das am ersten Spieltag schon. Also ich wusste relativ früh, dass wir viele Tore schießen werden. Hab zu dem Zeitpunkt auch gedacht, okay, wir werden vielleicht auch ein, zwei zu viel kassieren. Aber das war schon mal so der Grundgedanke und meine Grundidee, die ich relativ früh hatte. Und dann hat sich das wirklich ja, so entwickelt, dass du nach 7 Spielen dastehst, hast alle 7 Spiele gewonnen und spielst dann im Dezember auch im Paul-Janis-Stadion gegen Schalke, die zu dem Zeitpunkt auch 7 Spiele gewonnen hatten. Ein absolutes Spitzenspiel. Und dann war ja, mit dem 0-0 sind wir dann umgeschlagen in die Winterpause. Ja, und so hat es sich dann in der Rückrunde wirklich fortgesetzt. Also die Mannschaft hat dann auch, ich sag mal, so ein bisschen, es ändert sich ja so ein bisschen dann die Sichtweise. Ne? Dann stehst du auf Platz 1 oder 2, dann bist du nicht mehr, ich sag mal, so ganz unbekümmert. Dann irgendwie redet jeder davon, dass du ja das Halbfinale möglich ist und alles. Das ist ja im Prinzip dann nur noch eine Kopfsache. Und das hat die Mannschaft wirklich, wirklich hervorragend gemeistert in der Rückrunde. Und ja, wir haben ein Spiel verloren im Laufe der Rückrunde. Deswegen war das eine Entwicklung, die Mannschaft mitgegangen ist, auch dann mit ein bisschen Ergebnisdruck, sag ich mal, hinten raus. Und deswegen war das eine überragende Saison. Und du hast gerade schon gesagt, jetzt bist du in der U19, hast aber ja auch einige Spieler mitgenommen aus der Mannschaft. Ne, das ist der Lauf der Dinge, die dich sozusagen jetzt begleitet haben dahin. Merken die jetzt schon einen Unterschied zwischen U17-Fußball und U19-Fußball? Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es erstmal so, in der U19 ist der einzige oder die einzige Mannschaft, wo 2 Jahrgänge bei uns zusammenkommen. Also ich habe jetzt die jungen Jahrgänge, Jahrgang 2005 und die Altjahrgänge, Jahrgang 2004. Bei uns ist die Konstellation so, dass der Kader ungefähr so 50-50 ist aus Jung- und Altjahrgängen. Aber ich sag mal so, es gibt andere Vereine, die spielen ihre Spiele komplett mit Altjahrgängen. Und dann spielst du halt gegen ein Jahr ältere
Spieler. Und das macht es natürlich schon schwieriger von der Körperlichkeit, ist tatsächlich von noch der so, Entwicklung. Ne? In der U19, das merkt man schon, ne? Ja, absolut. Also wir haben, ich sag mal, von der U9 bis zur U17 jeden Jahrgang einzeln. Da spielst du halt komplett immer in deinem Jahrgang und dann fehlt halt die U18. Also die gab es mal vor 4, 5, 6 Jahren, weiß nicht, gab es die bei Fortuna auch noch. Die wurde dann abgeschafft, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Und in der U19 prallen dann halt 2 Jahrgänge zusammen und dann müssen die Jungen sich halt ein bisschen anpassen an die Körperlichkeit der Älteren. Ist das für dich als Trainer eigentlich auch ein Unterschied, ein U17-Spiel zu coachen oder jetzt ein U19-Spiel? Merkst du da Unterschiede? Also für mich als Trainer und die Herangehensweise eigentlich nicht. Also vom Training, vom Wochenaufbau, wie man auf das Spiel hinarbeitet am Wochenende, die Videoanalyse, Gegnervorbereitung, das ist eigentlich alles gleich. Was anders ist, was mir bisher aufgefallen ist, dass ja sehr viel mehr ergebnisorientiert gespielt wird. Also in der U17 ist es dann schon manchmal noch so, ja, da wird dann, ich sag mal so, ein bisschen drauf losgespielt von beiden Mannschaften. Und in der U19 ist es dann wirklich schon, dass du teilweise sehr disziplinierte Mannschaften hast, die tief verteidigen, wirklich nur punktuell ihre Nadelstiche in der Offensive setzen. Und ja, das macht es nicht unbedingt schöner, aber so wird es ja im Seniorenfußball dann auch sein. Also man merkt das schon, dass es dann wirklich dann der Übergang ist zum Seniorenfußball. Wir haben eine Frage reinbekommen, die möchte ich jetzt einmal vorspielen. Ich muss erstmal wieder richtig laut machen, damit du das auch hörst. So, pass auf. Hallo Jens, Botze hier. Meine Frage an dich wäre, ob es einen bestimmten Moment gab oder irgendein Ereignis, wo du dann für dich entschieden hast, dass du Trainer wirst. Das ist die Frage von Botze. Nein, also es war nicht der eine Moment oder das eine Ereignis. Auch das war ein Prozess. Also ich muss zugeben, dass ich nach dem Ende meiner aktiven Karriere, also dass ich mir nicht klar war, was ich genau machen möchte. Also ich hatte schon die Idee und Vorstellung, im Fußball zu bleiben. Aber das Feld ist ja groß, wie wir wissen. Ne? Also da gibt es auch, ich meine, es gibt ja auch bei uns die unterschiedlichsten Beispiele. Ne? Christian Weber ist Sportdirektor, sag ich mal, auf der einen Seite. Dann hast du mich zum Beispiel jetzt als Trainer. Und ja, also als meine Karriere zu Ende war, war ich mir darüber nicht im Klaren. Das klingt natürlich jetzt erstmal ein bisschen naiv. Ne? Dann sagt er, hey, du hattest ja genug Zeit, dir darüber vielleicht mal ein, zwei Gedanken zu machen. Zumindest mal, als du dann in der U23 gespielt hast. Ja, ne? Aber auch da, wenn du Fußballer bist, dann bist du Fußballer und du willst es ja auch eigentlich so lange wie möglich bleiben. Mhm. Und natürlich weißt du, dass es irgendwann vorbei ist, ne? Rein vom Alter her. Und dann kommen ja auch die Momente, wo du weißt, boah, okay, die Situation und die Gegenspieler, die werden jetzt alle immer jünger. Dann sind sie vielleicht auch noch den Tacken schneller dann. Und der Moment, also man weiß schon, wann es vorbei ist, aber das heißt noch lange nicht, dass man weiß, wie es dann weitergeht. Natürlich gibt es vielleicht sehr strukturierte ehemalige Spieler, die dann wissen, okay, es ist vorbei und dann will ich das machen. Das war bei mir nicht so der Fall. Dementsprechend ging es dann nach der U23 auch ja, im NLZ weiter mit einer recht ja, undefinierten Rolle eigentlich. Ne? Das war dann, glaube ich, damals Individualtrainer für Talententwicklung. Irgendwie sowas. Ich glaube, diese Bezeichnung. Das hört sich so an nach dem Motto, den können wir schon im Verein gebrauchen, wir müssen den erstmal irgendwo unterbringen. Ja, so war es auch. Ja, also okay. Ich glaube, so war es auch. Ne? Ich glaube auch, die Bezeichnung spricht für sich. Da wurde irgendwas kreiert, von der Idee gar nicht schlecht. Also die individuellen Top-Talente durch eine Person zu betreuen. Das waren dann halt unterschiedliche Jahrgänge. Ich weiß, also Schinter war da mit in dem Pool am Anfang dabei. Und in dieser Funktion ist mir eigentlich dann klar geworden, dass der Trainerbereich das Richtige ist, aber die Funktion nicht. Ich habe dann relativ zügig gesagt, okay, alles schön und gut, Einzeltraining jetzt hier und dann fährst du zur Gesamtschule und machst da auf dem Kunstrasenplatz in Rating mit 3 Spielern ein Training. Ich weiß auch nicht, Andi Lukoki war damals auch dabei zum Beispiel. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, Trainer ja, aber ich will eine Mannschaft haben.
Und so hat sich das dann entwickelt. Da ist es dann, zum Glück gab es dann direkt die U17 oder es wurde möglich gemacht, dass ich die U17 trainieren konnte. Und ja, das war dann auch die richtige Entscheidung. Und da, also bis heute, weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war und auch bleiben wird. Du hast dich ja natürlich dann auch entwickelt als Trainer, das ist ja ganz normal, da macht man ja auch seine Erfahrung. War es denn für dich dann jetzt der logische Schritt nach, ich glaube, 4 Jahren waren es U17, dann jetzt die U19 zu übernehmen? War das für dich logisch? Logisch Also ist, eine U19 erstmal, ne? Sagen wir es mal so. ja, also logisch ist immer, ich Rein für glaube, dich, rein für dich für persönlich. mich persönlich ja. Also jetzt auch, es waren jetzt 5 Jahre in der U17 und ich glaube, ehrlich gesagt, nach dieser historischen Saison wäre es in diesem Jahr brutal schwierig geworden, auch für mich vom Kopf her, nochmal wieder eine U17 zu trainieren. Natürlich ist das so im Nachwuchsfußball. Du hast jedes Jahr einen neuen Jahrgang. Ist ja nicht so, dass du eine Mannschaft entwickelst und dann im zweiten Jahr davon profitierst vielleicht. Nee, die sind dann weg. Dann kommt der nächste Jahrgang. Und deswegen war es für mich relativ klar, dass ich nicht mehr die U17 trainiere. In welche Richtung das dann ja, gehen sollte, war zeitweise ein bisschen offen auch. Aber mit der U19, ja, das ist eine Entwicklung für mich als Trainer. Bist du froh, dass du das jetzt bei der Fortuna darfst? Also ist dir das wichtig für dich, dass du sagst, okay, das ist echt genial, dass das bei der Fortuna eben geht? Die Fortuna ist immer mein erster Ansprechpartner. Also ich bin seit 2006 hier. Es sind jetzt im 17. Jahr oder in der 17. Saison. Das ist ja völlig normal. Trotzdem bin ich natürlich auch nicht ganz blauäugig ja, höre mal links und rechts. Also so ist es ja nicht. Also es gibt durchaus immer Bewegung bei der Fortuna, im Trainermarkt sowieso. Aber ich bin total froh, dass ich da bin, klar. Ist es eigentlich ein Ziel von dir, eine Seniorenmannschaft auch mal zu übernehmen? Ich meine, es gibt ja auch Typen, die sagen, ich gehe komplett in diesem Jugendbereich auf, das ist genau mein Ding. Oder hast du schon als Ziel, irgendwann mal eine Seniorenmannschaft zu coachen? Ich kann mir eigentlich beides vorstellen, wobei es schon reizt, bin ich ganz ehrlich. Also Seniorenfußball ja, ist mit Sicherheit eine Sache, die ich mal machen werde. Also wann kann ich nicht sagen, wo kann ich nicht sagen, in welcher Klasse kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber ich werde mit Sicherheit irgendwann auch meine Seniorenmannschaft trainieren. Dann nochmal zurück zum Jugendbereich. Bist du eigentlich auch für Talentsichtung zuständig? Machst du das? Ja, klar. Also wir haben schon eine Scouting-Abteilung im NLZ auch, im Nachwuchsfußball. Das ist ja gang und gäbe. Die Ausmaße, speziell bei den größeren Vereinen, die muss man manchmal nicht gut finden, ne? Wenn da 14-Jährige oder 13-Jährige von Norden nach Süden oder quer durch Europa transferiert werden. Schön ist das in gewissen Bereichen nicht. Aber ich sage mal, wir sind ja eh regional unterwegs. Wir haben kein Internat im NLZ, deswegen scouten wir regional. Und da bin ich natürlich auch involviert. Auch jetzt schon in der Kaderplanung für die neue Saison. Die läuft ja jetzt auch schon an. Und da gucke ich dann halt auch schon Spiele, beobachte Spieler. Also insofern bin ich da auch involviert. Dann nimm uns mal so ein bisschen mit. Also zum einen, wie darf ich mir das dann vorstellen? Auf was achtest du da speziell? Und das Zweite, also inwieweit du uns das natürlich verrätst. Und als Zweites, wie darf ich mir dann so einen Wechsel, wie wird der vollzogen? Wie darf man sich das vorstellen? Gut, ich kann es an einem relativ konkreten Ja, Beispiel bitte gerne. eigentlich festmachen. Also zum Beispiel also Elione Fernandes. Komm, pass auf, wenn du ihn gerade erwähnst. Da müssen wir kurz einmal einhaken. Der hat ja jetzt tatsächlich für die erste debütiert. Ne? Ja. Und du warst ja lustigerweise, in dem Moment hast du ja neben mir gestanden, hast das Spiel ja auch angeschaut und wolltest eigentlich schon gehen. Und dann kam auf einmal, wurde der Wechsel angezeigt. Und hast gesagt, ja, okay, jetzt muss ich bleiben, das muss ich mir jetzt noch angucken. Weil das Spiel war ja schon entschieden, es stand ja, glaube ich, 3-1, es war 5 Minuten vor Schluss. Du wolltest auf jeden Fall schon gehen. Brauchst du jetzt gar nicht so kritisch gucken. Und dann meintest du, man hat auf jeden Fall angemerkt, dass du total stolz warst. Das kann man schon sagen, oder? Also A, das ist komplett falsch, Olli.
Ja, also das möchte ich dann schon nochmal korrigieren. Du musst auf Toilette. Nein, ich möchte das mal korrigieren, weil deine Zeitangabe ist auch komplett falsch. Ello wurde eine Viertelstunde vor Schluss zur Bank gerufen, als Ao Tanaka mit Krämpfen auf dem Platz lag. Aber bis eingewechselt wurde, hat es gedauert. Ja, Moment, lass mich das doch erklären. Und kurz vor der Auswechslung stand, also eine Viertelstunde vor Schluss. Und ich bin noch nie eine Viertelstunde vor Schluss gegangen. Ne, wenn du jetzt das Gegenteil behaupten würdest, wäre das gelogen. Und dann konnte Ao aber weiterspielen, ja. So dass Ello sich halt mit Leibchen wieder auf die Bank setzen durfte und wurde dann nach dem 3:1 eingewechselt. Also das war der korrekte Ablauf, um das jetzt hier mal klarzustellen. Und nein, also natürlich ist man dann auch stolz. Mhm. Also Ello ist ein, ja, ist, war, also ist, ist ein Spieler von mir. Also war es letztes Jahr in der U17 und ist es dieses Jahr auch noch in der U19, so hoffe ich, dass er auch noch ein, zwei Spiele bei mir macht. Aber ja klar, also wenn dann ein 17-Jähriger als ja, jüngster Spieler im Profibereich, um jetzt ne, sehr gut, nicht ganz, um korrekt zu bleiben, eingewechselt wird, dann bin ich auch stolz. Weil, ja, um da jetzt mal den Bogen zu schwenken, du hast eben nach dem Scouting gefragt. Genau. Und da ist Ello eigentlich so ein Paradebeispiel. Ne? Es war vor ja, ziemlich genau jetzt 2 Jahren. So im Oktober 2020. Ello hat zu dem Zeitpunkt bei Fortuna Köln gespielt, in der U16. Und da haben unsere Scouts mich darauf aufmerksam gemacht, du, da ist einer bei Fortuna Köln, der spielt im zentralen Mittelfeld, der könnte für uns interessant sein, guck dir den mal an. Und dann bin ich halt zu 2 Spielen hingefahren von Fortuna Kölns U16. Ich weiß noch, ein Spiel war gegen FV Wiel in Köln am Südstadion auf dem Kunstrasenplatz. Das ging 5:3 aus, war ein sensationelles Spiel, 8 Tore. Ich dachte mir, oh, geil, hier passiert ja richtig was. Und da habe ich Ello dann 2-mal gesehen und habe dann gesagt, ja klar, also den müssen wir holen. Also dann informiert man sich halt, wie, ja, wo wohnt der, wo geht der zur Schule, wo kann man Kontakte herstellen. So ist es dann relativ schnell zum Gespräch gekommen mit Eltern. Und Ello hat dann, glaube ich, auch schon im November, Dezember den Vertrag für die U17 unterschrieben. Also ja, flott dann. Ja, ja, also es war, also wir waren uns da sofort einig. Also auch überhaupt keine Zweifel, dass, ich meine, da lagen wir jetzt nicht so verkehrt, dass wir den holen müssen. Und von seiner Seite, er war uns gegenüber auch sofort offen. Es war ganz, ganz schnell, ich glaube nach 1, 2 Gesprächen klar, dass er zu uns wechselt. Und ja, ist ja bis hierhin nicht so schlecht gelaufen. Wie schätzt er denn seine Chancen ein? Also er hat jetzt schon ein paar Minuten, hat jetzt schon ein zweites Mal wieder gespielt. Also wie würdest du ihn bewerten? Was braucht er noch? Wahrscheinlich Körperlichkeit. Ne? Das ist ja normal, glaube ich. Er ist ja gerade erst 17 geworden. Und ansonsten sagst du, er bringt schon viel mit? Ja, also Ello ist fußballerisch, ich will jetzt nicht zu viel sagen, ne? Vielleicht hören die Jungs das ja auch, wobei Podcast ist ein bisschen, ich glaube, da sind die Jungs nicht unterwegs, aber er hat fußballerisch schon ein relatives Komplettpaket. Ne? Also er kann mit beiden Füßen spielen, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ne? Aber er ist sauer im Passspiel. Also er bringt schon vieles mit, wohin das führen wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung, bin kein Hellseher. Ne? Momentan, oder ich sag mal so, in den letzten 1,5, 2 Jahren sind viele junge Spieler auch Corona-bedingt, jetzt bei uns, leider auch durch die hohe Anzahl der Verletzten, werden viele Spieler jetzt auch, ich sag mal, relativ schnell da mit reingeschwemmt kommen zu Einsätzen. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Ich drücke alle Daumen. Ich hoffe, dass die Jungs, wenn sie so früh oben dabei sind, einen klaren Kopf behalten. Ich glaube, das ist mit das Entscheidende. Die Einflüsse sind brutal. Die externen Einflüsse, die dann auf die Jungs einprasseln. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Wenn sie damit fertig werden, dann haben sie vielleicht eine Chance. Wenn sie da offen sind für die Dinge, die ablenken, dann haben sie keine Chance. Kannst du sie da ein bisschen leiten? Boah, ja, das ist meine Aufgabe. Ne? Meine Aufgabe, ich versuche das. Wir hatten ja letztes Jahr das Beispiel mit David Savic, der auch damals als 17-Jähriger. Gerade ganz knapp 17. Ja, ne? Der war in Hamburg mit im Kader, auch damals als U17-Spieler sogar. Ja, das ging dann auch sehr schnell, sehr hoch, auch zu Recht.
Und David hat sich dann in der Rückrunde im Januar verletzt beim Spiel der U19 und hat in der Rückrunde kein Spiel mehr gemacht. Ne? Also für ihn war es dann wirklich einmal ganz hoch und einmal wieder ganz runter in den Keller. Und der muss jetzt halt wieder, der muss jetzt paddeln, der muss jetzt wieder die Schritte machen, der muss arbeiten, dass er da wieder hinkommt, wo er war. Aber das geht dann halt auch manchmal schnell. Wie läuft eigentlich die Kommunikation mit dem U23-Trainer, mit Nico Mcciati und mit Daniel Thun? Wie darf man sich das vorstellen, wenn die sagen, du Jens, du hast zwar auch ein wichtiges Spiel jetzt am Wochenende, aber wir müssen dir leider deine besten Spieler wegschnappen, weil wir können die gebrauchen. Ist dann dein Los sozusagen, ne? Ja, aber also deswegen mache ich es ja. Oder deswegen machen wir es ja. Also es geht ja unterm Strich nicht darum, dass die U19 eine besonders gute Platzierung in der Saison erreicht. Das ist auch schön und das wollen wir auch alle. Aber wenn wir also aktuell drei U19-Spieler mit im Training haben, plus wir haben ja noch den Karim Afo aus der U17, der letztes Jahr auch mein Spieler war, also wenn die jetzt in den Ferien komplett bei den Profis mittrainieren dürfen und das auch können, sag ich mal, also wenn sie es nicht könnten und brutal abfallen würden, dann lässt du sie ja nicht mittrainieren. Dann ist das ja genau das, was wir wollen. Ne? Dass die Spieler irgendwann vielleicht mal oben anklopfen können und auch Einsatzzeiten bekommen. Also für mich dann in dem Moment scheiße, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, wenn dann am Wochenende heißt, ja schade, wir nehmen jetzt deine drei besten Jungs mit, du müsstest bitte schauen, wie du klarkommst, aber auch das ist alles in Ordnung. Also ich werde immer 11 Spieler auf dem Platz bekommen am Anfang des Spiels, die in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen. Und wer das dann ist, spielt dann auch in dem Moment keine Rolle. Du bist dem Verein ja sehr verbunden, das kann man ja schon sagen. Du hast eben selber gesagt, 17. Saison jetzt sozusagen, schon in irgendeiner Fortuna-Funktion. Aber damit bist du ja nicht der Einzige. Du hast ja eben schon mal ein paar genannt. Also Axel Bellinghausen läuft hier in der Vermarktung rum, Chris Weber ist auf der anderen Seite, wenn man so will, Lumpi Lamberts ist Co-Trainer bei der U23, Ahmed Djebe, nicht zu vergessen, ne, ist auch Coach im Jugendbereich. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist das für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf, dass eben solche Ex-Spieler, Ex-Profis so eingebunden werden? Also ich finde es extrem wichtig, ne, dass ehemalige Spieler eingebunden werden. Weil es schafft halt auch eine Identität, eine Vermittlung von Werten, speziell im Nachwuchsbereich, ne, mit, ich sag jetzt mal, mit mir als U19-Trainer, Ahmed Djebe als U16-Trainer, Oliver Fink steigt ja jetzt bei uns im NLZ ein. Sascha Rösler haben wir auch noch vergessen. Gut, der ist bei den Profis als Teammanager. Vorausgesetzt natürlich, dass diese ehemaligen Spieler auch eine gewisse Qualifikation und als Typ dafür geeignet sind. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, also ich muss jedem ehemaligen Spieler, der hier 2 Jahre gespielt hat, einen Job im Verein anbieten. Also so einfach ist es dann halt auch nicht. Also die Personen müssen dafür auch geeignet sein. Und ich glaube, alle genannten sind schon richtige Typen und die dem Verein auch richtig gut tun. Also wenn es diese Typen gibt, immer versuchen, sie an den Verein zu binden, in der bestmöglichen Funktion. Ne? Bei Christian Weber zum Beispiel, also für ihn war, glaube ich, relativ schnell klar, dass er eben kein Trainer wird, dass er eher im Managementbereich tätig ist. Und ja. Auch also, bei Olli Fink, glaube ich, eher. Ne? Könnte ich mir auch eher oder vorstellen, oder kannst du ihn als Trainer vorstellen? Nee? Yeah? Also ganz ehrlich, bei Olli, ich habe keine Ahnung, wohin es führt. Mhm. Aber ich kann mir alles vorstellen. Okay. Also ich kann mir wirklich alles vorstellen bei Olli. Also ich könnte mir bei Olli Vorstandsvorsitzender vorstellen, um jetzt mal ganz nach oben zu greifen, ja. Oberste Regal zu greifen. Ich kann mir bei Olli aber auch Trainer der U12 vorstellen. Also das Spektrum für Olli ist groß. Entscheidend wird sein, wo er sich sieht, wo er sich wiederfindet und wo er sich wohlfühlt. Also Das wird spannend. Ich lasse mich überraschen und freue mich, dass er auf jeden Fall dabei ist. Gut, kommen wir ein bisschen zu deiner aktiven Zeit. Du bist ja zur Fortuna gekommen und dann ging es eigentlich nur noch bergauf, muss man so sagen. Ne? Von der dritten Liga über die zweite Liga bis hin zur ersten Liga. Du hast jetzt gerade schon das Wort Typen gesagt und davon hattet ihr damals wirklich einige im Team rumlaufen. War das auch der Schlüssel dafür, dass so eine Ansammlung von
von Spielern war, die einfach nicht verlieren konnten, wollten und sich dann zusammengerauft haben und einen Weg gefunden haben, den anderen auch sein zu lassen. Ne? Das ist ja auch nicht unwichtig sozusagen und dann eben auf die Art und Weise so eine extreme Mannschaft geworden seid. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also speziell boah, dieser Ehrgeiz, dieses nicht verlieren können, dieses boah, wir wollen uns dagegen wehren, auch gegen Widerstände, sich nicht unterkriegen lassen, immer wieder aufstehen. Ich glaube, das sind schon so Hauptattribute, die auch heutzutage noch, einfach gute Spiele auszeichnet. Und da hatten wir viele von. Ne? Da, natürlich dann auch individuell, ich weiß noch, weiß ich, Maxi Beister, der auch natürlich ein Typ war, aber der war jung und der ist halt einfach marschiert. Ne? Also ich habe ja auch von ihm profitiert in der Fülle von Elfmetern, die er herausgeholt hat. Ne? Und es waren noch zu wenig, die wir bekommen haben. Ja, das hat sich schon, boah, schon entwickelt und das war schon. Also über die Jahre auch hinweg, also wir hatten ja schon immer Veränderungen, auch viele Wechsel, neue Spieler, aber wir haben es im Kern immer wieder hingekriegt, dass wir eine richtig gute Mannschaft auch neben dem Platz hatten. Wo du die Elfer ansprichst, das muss ich natürlich dich darauf ansprechen. Man hört heute noch Leute sagen, weil du hast die Elfer ja immer geschossen damals. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Mach's doch wieder lange, Nierke, schieß einfach in die Mitte. Aber so ist es ja gar nicht gewesen. Ne? Also du hast schon viele in die Mitte geschossen, aber ja, bei weitem nicht jeden. Also ich meine, sonst wäre es ja auch wirklich einfach gewesen für den Keeper irgendwann. Also Ich verrate mal dein Geheimnis, weil du hast ja wirklich nicht viele daneben gemacht. naja, also ich habe in jeder Saison einen verschossen, außer in der Erstligasaison. Da waren es allerdings auch Nur nur zwei, zwei. ne? Mhm. Zwei von zwei, also deswegen habe ich nicht jeden reingemacht. Das erstmal. Aber zumindest mal im Nachschuss dann, glaube ich, oder nicht? Oder hast Boah, du auch wirklich welche ja, verschossen? ein hässlicher war auch Ja, ich dabei, weiß. Ich kann mich sogar noch erinnern. der hat gehalten und dann irgendwie im Nachschuss noch, ja, wie auch immer, reingegangen. Eigentlich gibt es kein Geheimnis. Außer, dass ich für mich dann irgendwann einen Ablauf gefunden habe, der mich eigentlich recht ruhig in der Ausführung hat werden lassen. Wie ging der Ablauf? Ich hatte ja ein bisschen Weg, ein bisschen Strecke in der Regel. Von hinten bis zum Elfmeterpunkt. Und ich bin dann nach vorne gegangen und zum Beispiel in der Saison oder in den Saisons, wo Sascha Rösler auch gespielt hat oder wenn er auf dem Platz stand, hat Sascha Rösler immer den Ball geholt. Zum Beispiel. Ich meine, der lag ja dann mal, keine Ahnung, im Aus oder im Tor oder sonst wo. Der hat sich dann den Ball geschnappt, hat den geholt und hat ihn mir dann irgendwann gegeben. Wenn sich alles aufgelöst hat, weil in der Regel gibt es ja nach Elfmeterentscheidungen immer irgendwelche Diskussionen. Heutzutage noch mit Video Assistant Referee. Das dauert ja auch mal. Und wenn du dann, ich sag mal, gefühlte 2 bis 5 Minuten den Ball in der Hand hast oder der Ball schon auf dem Elfmeterpunkt liegt und du wartest, das hätte ich für mich als unangenehm empfunden. Wird das Tor immer kleiner, ne? Ja, dann hast du einfach Zeit, dir Gedanken zu machen. Und das ist nicht gut. Ja, also ich hatte immer von hinten nach vorne, ich hatte den Ball dann vielleicht mal in der Hand, habe sich alles beruhigen lassen, aber wenn dann alle soweit waren, inklusive des Schiedsrichters, habe ich den Ball hingelegt und habe ihn zum Glück häufig reingeschossen. Und ob jetzt links, rechts oder in der Mitte, gemischt. Es war dann teilweise auch ein Bauchgefühl. A, sage ich immer, welcher Torwart bleibt denn stehen in der Mitte? Also wenn ich gar keine Idee hatte, habe ich tatsächlich in die Mitte geschossen. Und ja, eigentlich alle bis auf einen Torhüter sind dann auch in eine Ecke gesprungen. Ich meine, siehe jetzt am Champions League, ich glaube, Mo Salah hat auch in die Mitte geschossen. Also ganz, ganz wenige Torhüter bleiben in der Mitte stehen. Und wenn dann doch mal einer dabei ist, wie der Ramazan Öcalan von Ingolstadt damals, bei dem wusste ich es. Muss Bei es, ja. dem wusste ich, dass er in der Mitte stehen bleibt. Nicht, weil er es schon öfter gemacht hat, sondern. Weißt du, du beschäftigst dich ja auch mit deinen Gegenspielern oder ich in dem Fall mit den Torhütern, ne? Und den schätzt du oder den habe ich damals so als Typ so eingeschätzt, dass er sich auch meine Elfmeter angeguckt hat. Ich meine, das gehört ja heutzutage auch dazu. Die Torhüter bereiten sich auch vor, logischerweise. Und bei dem hatte ich einfach das Gefühl, ich habe den vorm Elfmeter auch nochmal angeguckt und ich wusste, du bleibst stehen.
Und dann hast du die Ecke geschossen. Und ich habe einfach rechts reingeschossen und er stand in der Mitte. Und dann haben wir, ich glaube, es gab dann wirklich noch so einen kurzen Moment, wo ich dann nochmal geguckt habe und wir haben uns beide angeguckt und wussten beide, was passiert ist. Und eigentlich war, also ich glaube, er hat dann auch so ein bisschen geschmunzelt. Das war dann halt so ein Moment, wo ich wusste, okay, heute schieße ich nicht in die Mitte. Mhm. Ne? Und es ist ja auch Quatsch. Also wenn man jetzt mal zusammenzählt und guckt, also es waren auch viele links und rechts dabei. Also da bin ich mir glaube, nicht, da bin also ich mir das, nicht, das kannst du jetzt einfach so behaupten, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ist ja überprüfbar. Ne? Ja. Also es gibt nicht das Geheimnis beim Elfmeterschießen. Ich habe mich damals immer gewundert und auch echt, also eigentlich auch gefreut, muss ich sagen, weil deine Nebenleute, die wurden immer so gehypt. Bamba Anderson fällt mir da ein, später Hassan Lukimia, die sind dann entweder weggekauft worden oder sind weggegangen und ich habe mich immer gefreut, habe gedacht, ey, die holen den Falschen. Ich habe immer gedacht, ja, ne, hat sich auch irgendwie dann bewahrheitet, weil so richtig durchgestartet sind die dann in den anderen Vereinen auch nicht. Würdest du sagen, du bist da so ein bisschen unterm Radar geblieben oder gab es sogar auch mal ernsthafte Anfragen? Nee, also ich glaube, also beides nicht. Also ich hatte keine ernsthaften Anfragen. Ich glaube, das lag aber dann auch daran, dass ich schon relativ alt war. Ja, stimmt, ja. Also ich bin ja, 2006 bin ich gekommen. War ich da schon so alt? Mhm. Alter, da war ich schon 29. Ne? Also ich bin ja in der Tat, also sowieso erst relativ spät überhaupt Profi geworden und dann mit 29 erst zu Fortuna. Und also ich glaube, jeder andere Verein tut sich ja dann auch schwer, ich sag mal, einen über 30-jährigen Innenverteidiger noch zu holen. Also deswegen, glaube ich, war die Entscheidung der anderen Vereine, die Nebenleute von mir zu holen, nicht so verkehrt. Also die Jungs waren ja auch gut. Also ob es jetzt ein Bamba Anderson, der dann nach Frankfurt gegangen ist, oder Asani Lukimia nach Bremen. Eigentlich ja nach Köln. Stimmt, das war ja andere Geschichte. Ja. Also ich glaube, das war die Innenverteidiger-Kollegen von mir und ich, das war immer eine gute Mischung. Ne, wir haben uns immer ergänzt, also es waren jetzt nicht nur die beiden, es gab ja noch viel, viel mehr und ich habe immer unauffällig gespielt. Unauffällig gespielt, immer ein bisschen auf meinen Nebenmann aufgepasst. Ich glaube, das war nicht so auffällig insgesamt, dass irgendwer mal auf die Idee gekommen wäre, mich zu holen. Aber alles gut. Du hast es gerade schon selber angesprochen, relativ spät Profi geworden, mit 23 dann. Ja. Warst du da unterm Radar oder hast du selber erst so spät auf die Karte, sag ich mal, Profifußball gesetzt? Also, dass ich Profifußballer geworden bin, war eigentlich Zufall. Also Glück will ich jetzt nicht sagen, also es war zumindest nicht mein Plan. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Köln studiert, an der Sporthochschule. Es sollte im Übrigen Sportjournalismus werden. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Gott sei Dank hat das nicht funktioniert. und habe zu dem Zeitpunkt in Lippstadt gespielt, meiner Heimatstadt, in der Oberliga. Mhm. Also so, ne, hast ein bisschen Taschengeld bekommen, um dir dein Studium zu finanzieren. Und in der Saison, bevor ich Profi geworden bin, habe ich in der Tat, ich glaube, 12 Saisontore gemacht. Da war ich noch Mittelfeldspieler, wirklich. Ja, welche Position? Sechs. Zentral, ja. Ja, zentraler Mittelfeldspieler. Und ja, dann wurde ich angesprochen von Rot-Weiß Oberhausen damals. Das war zwei Klassen höher, glaube ich, Oberliga. Ich glaube, da gab es noch keine dritte Liga, also zwei Klassen höher. Ja, von einem Zweitligisten. Und da habe ich so, okay, ja gut, wenn ihr wollt, dann machen wir das halt. Ne? Und dann bin ich Profi geworden und habe nebenbei noch in Köln studiert, bin da auch wohnen geblieben, immer nach Oberhausen gefahren. Und so, das waren eigentlich so die Anfänge. Eher zufällig. Also es war jetzt kein Plan von mir, zu dem Zeitpunkt noch Fußballprofi zu werden. Aber bin froh, dass es dann doch so geworden ist. Große Stärke von dir war für mich, du hast immer Kommandos gegeben auf dem Feld und Stellungsspielen war immer sehr gut. So, das fällt mir sofort ein Spiel ein, wo du das halt eingebracht hast, obwohl du eigentlich gar nicht auf dem Feld warst, nämlich dieses 5:5 in Braunschweig. Du warst, ich weiß gar nicht, warst du gesperrt oder verletzt? Ich war verletzt. Verletzt, so. Und hast die ganze Zeit an der Seitenlinie bist du auf und ab getigert und hast die Viererkette organisiert von außen. Also, das ist ja unvorstellbar heute, oder? Ja, in der Tat. Also wenn ich da daran zurückdenke, also ich war verletzt. Mhm. Weiß nicht, ich war dann erst zum letzten Spiel gegen Werder 2 wieder fit. Aber ja, ich war ja auch auf der anderen Seite. Ne? Also nicht auf der Seite der Trainerbänke, ich war auf der anderen Seite. Dann hat mich da ein Ordner weggeholt, dann bin ich wieder zurück, dann bin ich auf der
ne, in die andere Richtung, hinter das Tor gegangen und so. Es ist in der Tat echt unvorstellbar. Auch heutzutage, auch wenn ich jetzt aus Trainersicht da mal drauf zurückblicke, ne, auch Norbert Meyer, ne, dass er das zugelassen hat, dass der nicht gesagt hat, ey, Langeke, spinnst du, setz dich jetzt auf die Bank und bleib da sitzen. Ne? Aber auch das war, glaube ich, so damals so, ne, also, ja, lass laufen, ne, die Jungs machen das schon so. Und das Spiel war wirklich, wirklich verrückt. Also ich habe es, glaube ich, wirklich bis zum 4-4 versucht, da irgendwie ja, so weit wie möglich teilzunehmen mit Kommandos von der Seite. Und nach dem 4-4 habe ich mich dann aber auch auf die Bank gesetzt, weil ich habe mir gedacht, okay, das Spiel heute ist einfach zu viel. Was hier ja, passiert, ist, also das passiert nicht so häufig, setze ich jetzt einfach hin und gucke, was noch kommt. Also ist gar nicht der Schiedsrichter irgendwann auf dich zu, hat gesagt, also mal, Herr Langenicke, was machen Sie hier eigentlich? Nee, also irgendwann haben mich die Ordner dann tatsächlich eingefangen. Also dann wäre es dann halt, ich glaube, dann hätten sie mich wirklich rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich einmal links rumgegangen, jetzt bin ich einmal rechts rumgegangen, jetzt war ich auf der anderen Seite, die haben mich immer wieder gefunden und wieder eingefangen, jetzt bleibe ich halt mal sitzen. Ich habe damals auf der Rückfahrt, das war ja also hochdramatisch, dieses Spiel, ne? Von vorne bis hinten mit den noch gehaltenen Elfmetern, ihr geht 5-4 in Führung, kurzer Schluss, kassiert dann doch noch wieder den Ausgleich und so weiter und so fort. Nichtsdestoweniger habe ich auf der Heimfahrt gedacht, ey, irgendwie die steigen dies ja auf. Irgendwie, keine Ahnung warum, aber die werden jetzt aufsteigen. Hattet ihr so ein Gefühl auch oder ging das eher bei euch ein bisschen in die andere Richtung nach diesem komischen Spiel? In dem Moment natürlich nicht. Also wenn du, ich weiß nicht, ich glaube dreimal haben wir geführt. Ne? Also am Ende auf jeden Fall, also wir lagen auch mal zurück, glaube ich. Ja, 2-1. Genau. Ihr lag 2-1 hinten. 1-0, dann 1-2, genau. Und dann 3-2, dann 3-3, 4-3, 4-4, 5-4. Genau. Ja. Also vom Ablauf der Tore waren wir in dem Moment natürlich enttäuscht. Und es war aber dann mit den anderen Ergebnissen klar, dass wir es in der eigenen Hand hatten, meine ich. Ja, ihr musstet, nee, ihr brauchtet noch. War das Drittletzte? Das war Drittletzte. Ihr hattet noch ein Heimspiel gegen Jena, ja, was ihr 1-0 gewonnen habt. Und dann, zeitgleich hat Bremen 2 in Paderborn gewonnen. Ja, irgendwie, ja. So war das. Stimmt. Ja. Also ich weiß nur, dass Norbert Meyer damals nach dem Spiel im Kreis schon gesagt hat, also er hat natürlich versucht, das Positive hervorzukehren und gesagt, wer weiß, wofür dieser Punkt noch gut ist. Ne, Kopf hoch, so das Übliche. Mhm. Aber in dem Moment warst du enttäuscht. Also du hast jetzt nicht gedacht, boah, dieser Punkt reicht dann, um am Ende aufzusteigen. Also warst brutal enttäuscht, dass du nicht gewonnen hattest. Und boah, in dem Moment war eher die Stimmung so, puh, wird schwer. Aber hat geklappt. Der Punkt war's. Wir müssen noch eine Geschichte aufklären. Stimmt es, dass du dich nach einem Training mal so geärgert hast über eine Niederlage im Trainingsspiel, dass du einen Ball weggeschossen hast und dich dabei verletzt hast? Ich weiß es. Also man fragt ja Journalisten nicht nach den Informanten, ne? Das ist richtig. Da du allerdings sehr gut informiert bist und ich habe da so ein, zwei Leute in Verdacht. Ich sag dir nicht, wer es war. Ich weiß es so oder so, wer es ist. Kann ich das auch eigentlich nicht abstreiten? Ja, boah, ganz, ganz bitter. Ich weiß noch, wir haben oben trainiert, also oben auf der Fläche vor dem Freibad, da wo jetzt heutzutage die Footballer trainieren, also der Platz, der 2-3 Meter höher ist als die Trainingsplätze. Da haben wir trainiert, boah, da haben wir eine Übung gemacht, wo ich mich dann in der Tat wahrscheinlich über mich selbst brutal geärgert habe. Dann habe ich einen Ball weggeschossen, so wirklich so wie in so Weise, so geladen in der Wut, habe den weggedroschen und habe mich da tatsächlich irgendwie am Knie verletzt. Das gab auch ein bisschen Motze. Ja, also war, boah, Norbert Meyer was not amused. Ich glaube, da habe ich auch ein bisschen Geldstrafe gezahlt. Ja, die Momente gab es auch. Aber ich dachte eigentlich, dass die ganz, 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 ganz tief verschollen wären. Ja, die Geschichte. Oh. Es gibt tatsächlich Spieler. Und ich zähle jetzt mal Lumpi dazu, die wissen doch alles. Wenn du den fragst, hier, 2008, am 7. Spieltag, habt ihr doch auswärts da und da gespielt. Da sagt er, ja, da habe ich in der 34. Minute dies und das. Da frage ich mich, what the fuck, was ist das denn? Woher weiß der das? Woher weiß der? Also ich war wahrscheinlich auch auf dem Platz, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe so Momente, ne? Klar, ein paar Spiele vergisst du nicht. Und wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke und so ein paar Brocken hingeschmissen bekomme, dann erinnere ich mich auch.
Aber ich habe das nicht. So das Gedächtnis in der Vergangenheit, dass ich dir bei jedem Spiel dies und das erzählen kann. Ich habe so die Highlight-Spiele, wo ich weiß, okay, ja klar, das, geil, da, ne, die Höhepunkte. Aber für 15 Jahre Profifußball ist das echt wenig, ne? Und dann gibt es aber andere. Deinen Informanten Lumpi, schmeiße ich jetzt mal so in die Runde. Ich werde das jetzt hier nicht bestätigen. Du wirst das nicht kommentieren, ich weiß. Der weiß alles. Der weiß gefühlt alles. Das ist echt abenteuerlich. Kann ich nicht nachvollziehen, aber spannend. Ich habe noch einen Informanten. Ja. jetzt hast du den ersten bestätigt. Habe ich nicht. Doch, doch. Habe ich nicht. Okay. Ich habe noch einen Informanten, der auch nicht Lumpi ist. Ja. Der hat mir gesagt, du wurdest auch öfters Karmuffel genannt. Boah, das, ja, also das ist mir jetzt gar nicht, also der Begriff ist mir jetzt so... Gar nicht so geläufig gewesen. Das ist wahrscheinlich einer von den Punkten, die ich vergessen habe. Ja, das kann natürlich anderen sein. Vielleicht die anderen. Aber das ist alles im Zusammenhang mit... Nicht verlieren können. Genau. Ja. Mit Training nicht verlieren können. Und wenn dann halt, wenn ich halt ein Trainingsspiel verloren habe, dann lass mich doch erstmal in Ruhe. Dann komm nicht direkt nach dem verlorenen Spiel und hier... Dann lass mich doch erstmal in Ruhe. Das war übrigens auch immer ein Fest... nach verlorenen Spielen mit dir ein Interview zu führen. Aber ich war da. Ja, du warst da. Ich war da, aber oder? Man musste sich schon auch erstmal, ist eigentlich egal gewesen, welche erste Frage man gestellt hat, man hat auf jeden Fall immer erstmal Alarm bekommen. Ja, aber ist doch in Ordnung, wenn man das dann weiß, dann kann man das erste, ne, die erste Antwort ja auch erstmal über sich ergehen lassen und dann kann man ja vernünftig miteinander reden. Nein, also nach den Spielen ist es halt für Spieler schwierig. Mhm. Ich meine, du musst ja sofort zum Interview, das ist ja heutzutage noch extremer, ne? Du hast ja gar keine Zeit, um vielleicht mal 10 Minuten runterzukommen, deine Emotionen ein bisschen einzufangen, deine Gedanken ein bisschen sortieren. Es geht ja direkt vor die Kamera. Und ich sag mal, zu meiner Zeit war es noch ein bisschen entspannter. Ich glaube, ich habe es auch ganz gut hingekriegt. Aber es hat sich dann wirklich bis auf Trainingsspiele und so, ne? Also verlieren war nicht gut. Bis heute nicht, ne? Ja, es ist als Trainer nichts anderes. Also ich beschränke das jetzt aber wirklich mal auf den sportlichen Bereich. Mhm. Also wenn es jetzt privat ist mit Tochter oder so, also so extrem bin ich dann nicht, dass ich jetzt bei, keine Ahnung, bei Monopoly nicht verlieren kann. Also das nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber Sport, Fußball, Wettkampf, boah, ungerne. Ganz, ganz ungerne, auch als Trainer noch. Ich muss noch mal ganz kurz auf Stichwort Verletzung eingehen. Es gab natürlich dieses Spiel gegen den HSV, damals dann in der ersten Liga, wo du dich im Heimspiel verletzt hast. Mhm. Und ihr standet damals noch wirklich gut als Mannschaft. Und danach ging es dann relativ schnell danach bergab. Ihr habt noch in der Rückrunde noch die ersten, ich glaube, das Spiel zu Hause gegen Fürth gewonnen und danach kam nicht mehr viel. Hast du dich da so ein bisschen hilflos gefühlt, weil du eben gar nicht mehr eingreifen konntest? Ja, ich sag mal so, das war eine insgesamt eine schwierige Situation. Also das war der 13. Spieltag, weiß nicht, da habe ich, also die Szene weiß ich zum Beispiel noch sehr genau, gegen Heung-min Son mit einer Grätsche, habe riesig Applaus gekriegt, wusste aber sofort, okay, das war nicht gut, ne? Wer Grätsche verliert. Die Grätsche war teuer. Weil der ist halt schnell, ne? Da musste ich runter. Da war ich verletzt am Innenband im Knie. Das hat sich bis zur Winterpause gezogen. Dann war es gefühlt nach 14 Tagen, der Verlauf nach 14 Tagen war super. Ich dachte, okay, nächste Woche kann ich wieder. Und dann kam ein Rückschlag, wo es richtig schlecht wurde. So weit, ja, dass ich dann auch nicht mit ins Trainingslager gefahren bin, weil Dr. Blecker gesagt hat, das macht keinen Sinn. Du kannst hier nur als Tourist mitfahren. Du kannst selbst im Reha-Bereich nichts machen. Bleib zu Hause. Oh, ich glaube, Norbert Meyer hätte gerne gesehen, dass ich mitgefahren wäre damals als Co-Kapitän. Und so hat sich die Situation, boah. Ich sag mal so, für mich war Norbert Meyer der beste Trainer, den ich hatte, um das mal vorwegzuschicken. Aber die Rückrunde war unser Verhältnis, boah, mau. Also es hätte besser sein können. Hat er dir das übel genommen, dass du nicht mitgefahren bist, glaubst du? Ja,
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war insgesamt eine schwierige Konstellation. Ich glaube, wir waren zur Halbserie auch insgesamt als Verein komplett auf dem Holzweg. Wir hatten zu viele Punkte. Ich glaube, 21. Ja, Ne? 21 waren Irgendwie es, ne? auch mit ein bisschen Abstand nach unten. So ein trügerisches Sicherheitsgefühl. Der Verein hat zum ersten Mal Spieler mit Ablösesumme verpflichtet in der Winterpause. Ich glaube sogar drei, ne? Martin Latka, Genki Umay, ich meine drei wären es gewesen. Alles mit dem Hintergedanken, dass wir in der Saison danach ja wieder in der ersten Bundesliga spielen. Und ich glaube, da waren wir vom Kopf, vom Mindset auf dem Holzweg und sind dann in der Rückrunde ja, aus dieser Spirale nicht mehr rausgekommen. Die dann natürlich, also brutalst möglich mit, ne? Einmal auf dem Abstiegsplatz und das am 34. Spieltag ja, gegipfelt ist. Ich habe die letzten drei Spiele dann noch gemacht. Ja, weil der Trainer nicht mehr anders konnte. Ne, da waren, ich glaube, Stelios Malisas, Martin Latka, waren dann alle verletzt. Da musste ich halt wieder spielen, aber ja, ich glaube, hilflos trifft es ganz gut. Also das war kein schönes Halbjahr. Bist du schon mal auf Leute getroffen, die gesagt haben, Mensch, Jens, wenn du damals dich nicht verletzt hättest, wären wir nicht abgestiegen? Ja, also gut, ich meine, ich bin ja nicht taub, ne? Also das habe ich schon das ein oder andere Mal gehört. Ich glaube, es ist aber falsch und auch zu einfach. Außerdem hypothetisch, ich weiß es nicht. Weil ich meine, ihr seid ja gerade, bist ja gestartet damals mit Malessas, ne, in die Saison und ihr habt ja, glaube ich, die ersten 6 Spiele kein Tor kassiert. Bis dann zum Ist Spiel in Schalke. Mainz. Ah, nee, genau, ihr habt nicht verloren, so war's. Und in Mainz habt ihr das erste Mal verloren, 1-0. War Gegen mein, Schalke ja. habt ihr 2-2 gespielt zu Hause. Lag der 0-2 hinten relativ schnell. Ja, und Und dann dann hat. hat Danny Şahin, der Verrückte, Ja, damals noch die Tore gemacht. Aber ja, ihr seid ja sehr, sehr gut reingestartet. Ne? Also von daher, so aber. ganz von der Hand zu weisen ist es ja vielleicht nicht, oder? Auch wenn du das, ich meine, ja, du wirst es jetzt sowieso nicht so Nein, aber sagen. ich meine, du hast ja als Aufsteiger immer, ich sag mal, so eine gewisse Euphorie noch aus der Aufstiegssaison. Wir hatten gute Strukturen, auch defensiv. Ich weiß noch, Manni Gloger, damals Torwarttrainer, der hat dann irgendwann mal gesagt: Ey, der ist jetzt 36, spielt jetzt das erste Mal Bundesliga und der lacht sich tot. Da haben die ersten 5 Spiele, oder weiß ich, 4 Spiele kein Gegentor kassiert. Habe ich mir auch gedacht: Ey, wieso mache ich das noch nicht, schon nicht länger? Ne? Erste Liga ist doch geil, ist doch gar nicht so schwer. Ne? Wie, noch kein Gegentor kassiert und so. Ich glaube, da war ein bisschen Euphorie insgesamt auch dabei, dass es so gut gelaufen ist am Anfang, dann auch mit der Punktezahl zur Hinrunde. Aber das jetzt auf mich zu reduzieren, wäre wirklich zu einfach. Du pokerst gern. Was macht für dich den Reiz aus, außer mir Geld aus der Tasche zu ziehen? Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch sehr häufig poker. Es hat sich wirklich ein bisschen relativiert. Also es geht eigentlich auch eher um den Spaß. Also schon ist ja dann schon auch gesellig, ich sag mal, in kleineren Runden, um kleine Beträge, die niemandem wehtun, zu spielen. Ja, und Pokerface ist auch ein Teil des Fußballs, ne? Also ich sage das meinen Jungs auch immer, wenn es dir schlecht geht auf dem Platz, zeig es dem Gegner nicht. Weil wenn der sieht, dass es dir schlecht geht, dann fährt er über dich drüber. Ne? Auch wenn du jetzt eine Scheißaktion gehabt hast, einen Fehler gemacht hast oder so, zeig es dem Gegner nicht. Kannst es eh nicht ändern. Ist immer einfacher gesagt als getan. In dem Moment, ne, ist halt dann auch ja, ein Stück weit, wie viel Selbstvertrauen habe ich, wie sehr kann ich das? Aber ja, Poker doch. Scheiß drauf. Hast einen Fehler gemacht, ja und? Soll er nochmal kommen? Wenn du ihm zeigst, okay, dann geht es dann halt so in die ängstliche Richtung. Deswegen ist das am Pokertisch vielleicht ähnlich. Hast ein scheiß Blatt und muss der Gegner ja nicht wissen. Ja, oft genug schon ins Messer gelaufen. Ja. Du bist jetzt seit 2006 bei der Fortuna und lebst, glaube ich, seitdem auch in Düsseldorf, ne? Fühlst du dich als Düsseldorfer? Ja, schon. Also ich bin jetzt kein gebürtiger Düsseldorfer, ne, wie andere hier am Tisch. Aber ich glaube, das ist schon ein Zeitraum, ja, wo man dann schon zum Düsseldorfer wird. Also ganz klar. Was magst du an der Stadt? Also ich sag mal so, wir wohnen in Volmerswerth. Also ich mag, dass die Stadt nicht riesig ist, also keine Großstadt ist. Ich finde es
schon noch überschaubar. Ne, überschaubar, sogar bei uns im Ortsteil mit der Rheinnähe und den ganzen Gemüsebauern sogar ein bisschen dörflich, sogar ruhig. Und trotzdem bin ich ja in kürzester Zeit im Zentrum. Die Rheinnähe hat natürlich seinen Charme. Ne? Egal, ob du jetzt mal ja, laufen jetzt nicht mehr so viel oder mit dem Fahrrad unterwegs bist. Das ist schon richtig schön. Ist es so ein Lieblingsort auch von dir am Rhein? Ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dreimal die Woche spazieren gehe und mich da hinsetze und 20 Minuten auf dem Rhein gucke, die Vögel zwitschern das höre. Das würde auch also, irgendwie nicht ne, zu dir passen. Also das bin ich dann halt nicht, aber also jetzt diese Woche war ich in der Tat. Ne, also ich laufe nicht mehr so viel, weil ich dann schon noch ein bisschen, also was heißt noch ein bisschen, also durch die Karriere ein bisschen verschleißert im Hüftbereich, dass wenn ich dreimal die Woche laufen gehe, habe ich halt schon Schmerzen. Fahrradfahren ist dann das Rundere in der Sache. Ja, da bin ich dann halt, klar, fährst du über die Rheinbrücke, bist dann halt in Neues Grimlinghausen auf der anderen Seite am Rhein, umrundest das Ganze mal bis eine Stunde unterwegs und denkst dir eigentlich die ganze Zeit, boah, schon schön hier. Also, das hat schon Charme. Du hast eben schon mal gesagt, du bist Papa. Deine Tochter ist an Weihnachten geboren, am 26. Ne? 25. sogar, am ersten Weihnachtstag. Wie macht ihr das mit Geschenken? Grausam. Ja, das glaube ich. Es ist grausam. Es ist alles auf einmal. Es ist Geburtstag, es ist Weihnachten, es ist viel zu viel. Ja, aber es ist, wie es ist. Es ist keine Party mit ihren Freunden. Ja, stimmt. Das hab ich gar nicht dran gedacht. Das ist natürlich richtig gemein. Ja, es ist ja keiner da, also in dem Sinne. Oder ich meine, die feiern halt Weihnachten, die anderen. Ne? Es ist immer dann irgendwie im Sommer eine Geburtstagsparty, die es dann eigentlich nicht ist, so ein Sommerfest. Ja, ich sag mal so, es gibt mit Sicherheit Daten oder Geburtstagstermine, die schöner sind fürs Feiern, aber ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Ne? Was willst du machen? Kam halt am 25.12. Jens, wie steigt man auf? Wie steigt man auf? Boah, du brauchst, ist das jetzt schon die Millionen-Dollar-Frage oder was? Wir nähern uns dem Ende. Ich glaube, du brauchst eine gewisse Konstanz. Du musst dich gegen Schwächephasen wehren, dass die nicht zu lang werden. Ja, eklige Spiele gewinnen. Ja, und ich glaube, die Situationen auch immer so annehmen, wie sie sind. Ja, also beklag dich nicht, mach einfach, gib Gas. Und wenn das mit 13 Lizenzspielern, 5 aus der U23 und 3 aus der U19 ist, ja, dann ist das so. Können wir nicht ändern. Ja, aber. Ja, das ist in der Tat die Frage der Fragen, ne? Schwierig. Also du musst auf jeden Fall einen langen Atem haben, ne? Langen Atem und wenn dann mal eine Phase dabei ist, wo du mal verlierst, wo du vielleicht auch mal zweimal verlierst, dass du dann, wenn alles scheiße ist, brauchst du auch die Typen, die eine Mannschaft dann auch mal mitnehmen, natürlich auch einen Trainer und da wieder rauszukommen. Und diese Phase nicht zu lang werden zu lassen, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jedes Mal eine Serie hast von 10 ungeschlagenen Spielen. Ich glaube, entscheidender ist, wie gehst du mit den Niederlagen um, die auch kommen werden oder schon gekommen sind. Okay, kommen wir zu einer Frage, die jeder bisher beantworten musste. Nämlich, was würdest du gerne können, kannst du aber überhaupt nicht? Oh ja gut, überhaupt nicht ist jetzt das Einschränkende. Also ich meine, okay, an Selbstbewusstsein mangelt es ja nicht. Ne? Nein. Ich sag dir jetzt eine Antwort dazu. Ich würde gerne noch mehrere Sprachen können. Also finde ich überragend, wenn man das kann. Ne? Also wenn man einfach mehrsprachig ist und also ein bisschen. Also Englisch komme ich sehr gut jetzt, klar. Jetzt relativiert ne? sich das. Also jetzt relativiert es sich. Französisch ist aus der Schule. Ich glaube, wenn ich sag mal, ein halbes Jahr in Frankreich wäre, ginge das auch wieder. Dann hast du schon mal drei. Aber so Spanisch noch dazu wäre schon sexy. Aber den Drive habe ich dann tatsächlich nicht, es zu lernen. So, jetzt sind wir fast durch und haben noch 4 Entweder-Oder-Fragen. Ja, das ist einfach. Ass König oder 2-9? 2-9.
Wodka Bull oder Altbier? Oh, Altbier. Ja, welches denn? Hast du da eine Präferenz? Ja, zu Hause bin ich bei Schumacher. Das ist schon sehr lecker, ne? Das stimmt schon. Das mit dem schönen kleinen Plopp im Garten, wenn das Wetter jetzt im Oktober vielleicht auch noch passt. Könnte es heute Abend so zum Beispiel der Fall sein. Bitburg oder Maria Alm? Maria Alm? Ja, wie kommst du mit Bitburg her? Oh Gott. Das war furchtbar, oder? Die Trainingslager ja, also Bitburg ist ja grausam. Also grausam vor 15 Jahren. Ich war da seitdem nicht mehr. Also wie es jetzt aussieht, kann ich nicht bewerten. Aber also auf jeden Fall Maria Alm. Aber ein Fan von Trainingslagern warst du nie, ne? Es geht. Also ein Trainingslager ist ja jetzt auch nicht mehr so eine Schleiferei, wie es früher mal war. Also es wird ja auch dosiert. Du kannst ja nicht jetzt eine Woche jeden Tag zweimal Vollgas geben. Das macht ja kein Mensch mehr. Aber es war früher so, ne? Also auch noch zu deiner Zeit, oder? Ja, also die Trainingsmethoden, Trainingssteuerung, Belastung, also die Sachen haben sich schon verändert. Und ja, also da waren halt auch mal Einheiten dabei, wo du gedacht hast, ich hatte zum Glück nie den Trainer, der aufgestellt hat oder der die Leute aufgestellt hat, die am meisten rennen können. Deswegen durfte ich und konnte ich die meiste Zeit immer spielen. Und Bitburg war schon immer nah am Lagerkoller so ein bisschen dran, ne? Da war halt nichts drumherum. Also, ne? da ist halt nichts. Hm. Da ist halt nichts. Da ist gefühlt sind da eine Million Quadratmeter Rasen, wo du trainieren kannst. Und ansonsten ist das ja eine Kaserne oder was war das, ne? Eine ehemalige. Ja, genau. Also da ist nichts. Weil ich glaube, da gibt's irgendwie so einen Laden, so eine Disco irgendwo da, ne? Aber das war ja für uns als Spieler. Das sind jetzt Geschichten, die ich nicht erzählen kann. Könntest du mal ehemalige Trainer fragen, falls du die mal im Podcast hast. Da würdest du nochmal zurückkommen auf mich als Informanten, bitte. Okay, und letzte und vielleicht gemeinste, Sascha Rösler oder Ranislav Jovanovic? Boah, ja, in der Tat gemein. Ich sag mit Begründung, Sascha Rösler. Ja, Begründung muss ich ja jetzt noch nennen, ne? Mhm. Weil Jovanovic im Spiel gegen Hertha nicht quer gespielt hat. Das stimmt. Das wäre es 3-1, 3-1 so, gewesen, ne? Das ist doch jetzt eine ganz smarte Begründung. Ne? Ganz hervorragend. Nein, also fußballerisch mit Sicherheit beide sehr gut. Jens, danke dir für die Zeit. Es war sehr, sehr amüsant. Gerne, vielen Dank.